Hier sind unsere drei Schritte zum Weltfrieden. Erstens, Krieg verstehen. Zweitens, Frieden leben. Und drittens, wehrhaft werden. Okay, also beginnen wir damit, Krieg zu verstehen. Warum werden Kriege überhaupt geführt? Oberflächlich gibt es dafür jede Menge Gründe. In Wahrheit steckt aber eigentlich immer das Gleiche dahinter. Ein paar Leute glauben, durch Krieg das zu bekommen, was sie glücklich macht. Das kann Reichtum sein oder Ansehen oder Macht oder sonst irgendwas. Wichtig ist, es geht darum, dass jemand oder auch eine Gruppe denkt, einen, einen bestimmten Krieg zu führen macht sie zufriedener oder ihr Leben besser. Oder kurz gesagt, sie erwarten einen Vorteil, einen Vorteil für sich selbst. Die Sache ist dabei nur, dass so zu denken und zu handeln nicht nur egoistisch ist und grausam, sondern es funktioniert noch nicht einmal. Denn Zufriedenheit ist immer eine innere Angelegenheit. Manchmal fühlen wir uns gut, wenn wir irgendwas machen oder an irgendwas denken und denken dann, dass das, woran wir denken oder das, was wir machen, das ist, weshalb wir uns gut fühlen. Tatsächlich fühlen wir uns aber gut aufgrund von biochemischen und anderen inneren Prozessen, die in uns ablaufen und die bestenfalls von dem ausgelöst werden, was wir denken oder tun. Wie mit allen Spielzeugen werden diese Dinge aber schnell langweilig und verlieren dann ihren Glanz. Wer dann aber immer noch nicht versteht, dass das Äußere keinen bleibenden Effekt auf unseren Geisteszustand hat, der gerät leicht in einen Teufelskreis, indem er immer mehr von dem will, was er denkt, dass er braucht, um glücklich zu sein, sich dabei aber tatsächlich immer unwohler fühlt, was ihn noch radikaler werden lässt. Der tatsächliche Grund hinter allen Kriegen ist also dieses unstillbare Verlangen nach immer mehr gepaart mit Unwissenheit darüber, wie man dieses Verlangen stillen kann. Echten Frieden findet man anders. Und damit zu Punkt 2. Wie lebt man Frieden? Indem wir verstehen, dass all unsere Gefühle ein Produkt von inneren Prozessen sind, die von der Außenwelt nur ausgelöst werden, je nachdem, welche Erinnerungen wir haben und was wir von der Welt, gele Welt gelernt haben. Diese Tatsache, diesen Umstand mit dem Verstand zu verstehen, ist allein schon viel wert, reicht aber leider noch nicht. Wir müssen uns dessen wirklich sein. Wir müssen lernen, unser Innenleben selbst zu gestalten. Dazu gibt es wiederum viele verschiedene Praktiken. Manche davon sind Jahrtausende alt, andere sind sehr modern. Fest steht aber, sobald man erstmal selbst erfährt, dass man jederzeit Herr über sein eigenes Befinden sein kann und dass man das erreichen kann, nur indem man lernt, seinen Geist zu lenken, verliert es sofort jeden Wert, unnötige Konflikte oder gar Kriege anfangen zu wollen, um etwas zu bekommen, was man am Ende sowieso gar nicht braucht. Sobald man diese innere Gewissheit, diesen inneren Frieden also in sich gefunden hat, ist man dann bereit für den dritten Schritt. Man kann und muss wehrhaft werden und den zerstörerischen Kräften dieser Welt entschieden entgegentreten. Für Weltfrieden reicht es leider nicht alleine aus, den Frieden in sich selbst zu finden. Es ist genauso nötig, sich denen entgegenzustellen, die in ihrer Verirrtheit Unheil anrichten. Ganz besonders dann, wenn es um großes Unheil und viele Menschenleben geht. Wenn die Wehrhaften und Friedfertigen sich zusammenschließen und so die Überhand gewinnen, ist der Weltfrieden zum Greifen nah.